Oh, oh, fest. Ah. Hallöchen. Ich muss leise sprechen. Letztes Jahr haben wir euch Adventskalender-Videos gezeigt. Dann haben ganz viele gefragt, ob wir das nochmal machen können. Es ist ja noch nicht Dezember, aber damit ihr schon wisst, was da drin ist, habe ich gesagt, ja, das können wir nochmal machen. Und Lulu weiß das nicht. Die wollte letztes Jahr unbedingt einen Bibi und Tina Adventskalender. Den hat sie aber nicht gekriegt. Und jetzt gucken wir da mal rein. Dann wisst ihr nämlich, was drin ist. Und Lulu freut sich vielleicht. Und wenn ihr wollt, dass wir das mit Leon auch machen, dann schreibt Leon in die Kommentare. Dann weiß er das nicht, dass er damit gemeint ist. Aber er könnte das im Video sehen. Wir zeigen ihm das einfach nicht, das Video. Und wichtig, wenn ihr das cool findet, Däumchen nach oben nicht vergessen, Kanal abonnieren nicht vergessen und schreibt einen Adventskalender in die Kommentare oder macht einen Tannenbaum. Hat zwar nichts miteinander zu tun, macht aber nichts. Jetzt geht's los. Lulu! Was machst du da schon wieder? Spielst du schon wieder mit Mamas Handy? Ja. Was guckst du da schon wieder so hin? Ich kann es nicht direkt hinter mir verstecken, ne? Ich muss trainieren, dass ich breiter werde. Dann kann ich auch mal einen Adventskalender hinter meinem Rücken verstecken. Wollen wir heute ein Video mit einem Adventskalender machen? Ja! Ich habe euch ja gesagt, vielleicht freut sie sich. Die wissen es nämlich alle schon. Aber nee. Das machen wir. Wir reißen das nicht auf. Wir zeigen das, damit die das jetzt. Genau, ich spreche. Dich spreche ich an. Dich meine ich. Wenn du den Bibi und Tina Adventskalender möglicherweise haben möchtest, dann schau dir jetzt das Video an, damit du weißt, was drin ist. Wenn du dich überraschen lassen willst, schalte jetzt ab. Aber guck ein anderes Video von uns. So, Herrschaften, dann gucken wir jetzt erstmal, was ist drin. Also es sieht so ein bisschen so aus, als wenn da möglicherweise Pferde mit drin sind. Ne? Und Bibi und Tina und zwar drei Pferde. Wie heißt sie? Tina, Bibi, Alex. Ach, das ist Tina. Ich hab gedacht, das wäre die Mutter von Bibi. Ja, ich kenne mich da nun mal nicht so gut aus. Aber, könnte ja was für dich sein, oder? Nee, ich glaube, ich behalte den. Das war's. Papa spielt so gerne mit Pferden. Tschüss. Also, und wichtig, da ist auch extra Turnierspaß dabei. Ne? Wir gucken jetzt einfach mal. Aber ohne Schere kriegen wir das natürlich nicht auf. Ohne Schere kriegen wir das natürlich nicht auf. Mann. Ohne Schere kriegen wir das natürlich nicht auf. Du sollst aufstehen und eine Schere holen. Das wollte ich damit sagen. Unser Helfer Leon. Links oder rechts? Danke. So, hier, ne? Falls ihr das jetzt gesehen habt. Meine Kinder möchten mir den Gar ausmachen, wie man sieht. Aber wir machen das nach, ne? Tür 1, Tür 2, Tür 3, Tür 4, Tür 5. Tür 6, Tür 7, Tür 8, Tür 9, Tür 10, Tür 11, Tür 12, Tür 13, Tür 14, Tür 15, Tür 16, Tür 17, Tür 18, Tür 19, Tür 20, Tür 21, Tür 22, Tür 23, Tür 24. Heiligabend! Erste Türchen. Und da ist ja Bibi! Hex, Hex! Hallöchen, ich bin Bibi! Ey, die redet nicht so komisch! Wie denn? Die redet anders. Er hat doch nicht wieder kaputt. Ein Baby ist geboren. Also, das zweite Türchen. Du bist das zweite Türchen? Ja. Hier ist ein Gaul. Amadeus! Ist das nicht Sabrina? Nein, das ist Amadeus. Ist Amadeus. Müsste ja eine Beschreibung hinten drauf sein. Da muss doch irgendwo was sein. Mein Gott, Papa! Hier, Amadeus! Und das ist Sabrina! Ist Amadeus das Pferd von Tina? Ja. Mann, Papa! Ach, nicht Sabrina? Nein. Aber wäre viel cooler, das wird sich ja reimen. Sabrina, auf ihr sitzt Tina. Ja, ist ja... Nein, ist gar nicht so. Ich glaube, das muss man Das hat eine Stütze. Das kann nicht stehen. So, jetzt was soll ich denn hier überhaupt? Was ist das? Na, ist das ein Halfter? Oh, da müssen wir auch aufpassen jetzt, was wir sagen. Denn wir haben mal irgendwann was Falsches gesagt. Und da hieß es, das ist eine Gerte. Das habe ich nicht richtig eine gesagt. Eine Gertrud. Wie, du hast einen Halfter mit einer Gerte verwechselt? Nein, das war in einem anderen Video. Da habe ich aber nicht gesagt, dass es eine Gerte das ist. Das vierte Türchen. Und dann habe ich gleich Ärger bekommen von Reiterin. Mein Gott. Hey, wo ist das, das vierte? Darf ich auch eins aufmachen? Ich denke... Ein Stück Zaun! Das ist ja was... Okay, du darfst das... Oh! Direkt...
Du darfst das für mich. Hast du ein Stück Zaun verschluckt? Ja. Aufmachen. Ich habe einen Zaun gefrühstückt. Du hast noch gar nicht gefrühstückt. Das stimmt. Und es ist schon 12:52 Uhr. Ein Sattel? Und gleich ist Nikolaus. Ist es tatsächlich ein Sattel? Ja, aber da mussten auch... Nee, so haben wir nicht gewettet. Wenn wir das auspacken, dann wird das wenigstens anständig gemacht. Mach ich es. Das ist mein Sattel. Nein! Ich habe 5 aufgemacht. Gib mir sofort diesen Zossen. Und dann packe ich noch Sabrina, das sag ich dir. Nee, packen doch auf Sabrina. Für beide. Hey! Ja, man sieht es doch nicht. Die Mädchen möchten doch jetzt gucken, wie das da rangehört. Okay, die reiten schon können. Ja, so nicht. Das sehe ich, ja. Oh, mein Gott, also wenn du so mit dem Pferd umgehst. Das ist ja fürchterlich, das arme Pferd. Da wird der ganze Kiefer gebrochen, das sehe ich doch jetzt schon. Pferdquälerei! Mach das mal anständig. Ja, wie? So, ja, vielleicht kann Papa das besser. Jetzt weiß ich wie. Er schließlich. Ich bin gut zu Pferden. Papa ist lange geritten. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Dressur. Ja, ich war lange im Reiterverein. Isabel Wert war meine Trainerin. Guck, ist doch gerade fertig. Ja, seit wann hält man denn das Pferd vorne fest? Das ist so kaputt. Man sieht's nicht. Du könntest nicht am Teleshopping arbeiten. Da muss man das präsentieren, dass das die Menschen auch sehen. Ich sehe im Moment nur deine Haare. Wir machen mal kurz Pause. Fröhlichen Nikolaustag! Was hast du denn im Stiefel heute? Es ist doch der 6. Dezember. Nee, ja. Ja, 6. Türchen ist ja wohl Nikolaustag. Aber nee, der 4. Hier ist der 6. Du wird zurückgestuft. Du fängst nochmal in Klasse 1. Tina! 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 Tina, Sabrina, Sabrina. Tina. Guck mal, sie guckt so komisch an. Hat die ihre Beine nicht zusammen? Nee, kann die nicht. Ja, Hüftschaden, das geht nicht. Nein, die reitet ja. Okay. Reite ich auf dem Pferd, das geht ja nicht. Geht aber auch nicht so einfach, ne? Doch, bei mir schon. So, setz hin. Jetzt ist Sabrina auf Amadeus. Amadeus und Sabrina. Und jetzt kommt das, Heute ist jetzt der 7. Was hattest du denn gestern? Warst du gestern Nikolaus singen? Ja. Ah, und? Hast du viel gekriegt? Ja. Ein paar Äpfel, Mandarinen. Ein, Hindernis. Das heißt bestimmt auch anders. Ja. Da wirst du bestimmt noch drauf hingewiesen werden. So, und jetzt kommt... Papa! Was ist los? Mach nochmal! Oh, oh, fest! Ah, Papa! Ah. Jetzt kommt Möchtest du das wieder haben? Jetzt kommt das 8. Türchen. Oh, wie süß! Was ist? Eine Kiste. Oh! Ist was drin? Nee. Das ist bestimmt für das Pferdeputzzeug. Mhm. Bestimmt für die Pferdeäpfel. Also, dann kommt das 9. Türchen, ist hier. Ja, da ist das Putzzeug! Putzzeug! Jetzt wird geputzt! Das jetzt. Ist für die Tiere. Man striegelt ein Pferd. Und guck mal, das ist das, wo man das immer auskratzt. Was ist das, die Zahnbürste? Hufkratzer. Ach so. Hufkratzer. Heißt bestimmt auch anders. Nee. Hat bestimmt einen Fachausdruck, doch. Nee, das ist ein Hufkratzer. Ja, heißt das vielleicht ist das Französisch und heißt Hufkratzer. okay, jetzt ist der 10. Ach so. Leon, mach Papa mal die Hier Mütze. Cool. Alles. Ich bin dein Mützenholmacher. Doch, das 2. Zaunstück. Ich muss zum Ohrenarzt. Das ist aber nicht Sabrina. Das sehe ich sofort. Nein. Das ist das Pferd von Lukas. Und ich muss zum Ohrenarzt. Und wie heißt das Pferd? Ja. Maharaja. Maharaja. Nee, nicht Maharaja. Maharaja. Oh, ich habe im Gesicht einen Ratscha. Maharaja. Nee, es heißt Maharaja. Halt jetzt doch mal still. Sonst kann ich meine Mütze nie grün kriegen. Oh, ein Sattel. Ich werde verrückt. So, und wir sind erst bei der Hälfte. Na, seid ihr gespannt, Kinder, wie es weitergeht? 3. Das erfahrt ihr später. So, da sind wir wieder. Nur noch 11 Tage, dann ist Heiligabend. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das 13. Türchen.
Oh, nochmal. Heißt das nicht Zaumzeug? Ja. So, ich kenne mich nämlich aus. Und das 14... Du warst früher im Pferdeverein und jetzt bist du in einem... Ich war früher selber Pferd lange. Dann machst du das Zaumzeug hier dran machen. Nein. Doch. Noch nicht. Nein. Alex, 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 Lukas, Lukas. Alex, das ist Alex, Mama. Alex hat auch einen Hüftschaden. So, jetzt kommt das... wo waren wir? Nee, jetzt bin ich mal wieder dran. Ja, Papa ist dran jetzt. Los. 15. Hatte ich eigentlich schon bei Tür... Lulu, guck mal, was ist das denn? Bei Tür 11 schon gesagt. Ey, Lulu, ein Wal! Das ja. Aber das baut man doch nicht so auf. Ja, und? Machen wir gleich mal richtig. Wo waren wir jetzt stehen? Nach 15 kommt 19. 16. Was ist das? Ein, hier Dingens. Boah! Hier, die, Abzeichen. Ja, das Zaumzeug muss dran. Aber Zaumzeug, nee. Ziemlich zügig. Papa! 16, 17. Oh, ist auch noch ein großes Ding. Du mit deiner roten Blickschnauze. No! Zaun, 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 Zaun. Das Zaunzeug. 18. 18 und... Ein Water! Eimer. Ein Water-Eimer. 18, 19. Zaunzeug. Naja, ob da wohl gleich in dem nächsten Türchen dann Sabrina drin ist. Nee, das ist bestimmt in den 24. Aber es kommt ja erstmal. 19, 20. Oh, noch ein Hindernis. Hoffentlich kommen sie auch drüber. Los, Bibi. 21. Uiuiui, das ist ja aber das richtige Abzeichen, das Nummer 1. Das ist ein Kranz, das ist der Siegerkranz. Hier, gib mal her. Der Siegerkranz, der muss um. Der muss um Bibi, das weiß ich. Der Siegerkranz muss um Bibi. Da fällt sie doch um. Guck, das hält die doch gar nicht. Das hält die doch. Bibi, mach mal Arme hoch, das ist ein Fest. Wieso mag er dran? Da ist die 22. Sind wir schon bei 22? Oh, noch ein Zaun! Papa, jetzt kommt die 23. 23. Oh, morgen ist heilig auch. Futter! Wieso Futter? Das ist doch kein Futter. Doch, natürlich. Das ist ein Schwamm. Wo 23, 24! Ah, stopp! Boah. Wenn ihr wissen wollt, was sich hinter Tür 24 verbirgt. Sabrina, weiß doch jeder. Das ist ja jetzt spannend. Es ist Heiligabend! Fröhliche Weihnachten! Wenn Mutti ruft, es ist Bescherung, dann tanzt ihr erstmal eine Runde und freut euch. Und jetzt wollen wir gucken, was in Türchen 24 ist. Sabrina! Ja! Aber der Schweif. Das Beste zum Schluss. Was ist denn mit dem Schweif? Und weil das dann natürlich noch nicht fertig ist, muss Lulu das jetzt mal anständig aufbauen und dann zeigen wir euch alles nochmal, wie es aussieht. Hier, guck mich nicht so an, das ist doch deins. Jetzt habt ihr es gesehen, das ist also im Bibi und Tina Adventskalender und ihr könnt auch euren, den Backlöcher könnt ihr noch ein bisschen erweitern, wenn ihr möchtet. Dann schneidet ihr hier entlang der geschichtete Linie und könnt noch mehr Hindernisse aufstellen und habt auch einen Kranz für Platz 2 und Platz 3. Also für die Loser. So, hier steht ja eine 1 drauf. Ja, aber hier, hatte diese Scharon an. Gesichtsratscher hat doch gewonnen. Also, das ist der Bibi und Tina Adventskalender. Gesichtsratscher hat gewonnen. Wenn ihr möchtet, dass wir, Der heißt Ratscher! Dass wir für Leon auch einholen, dann wisst ihr Bescheid, ne? Schreibt in die Kommentare. Und, dann gucken wir mal, dann wird Leon den Barbie Adventskalender ausbauen. Diese Mütze. Das ist beleidigend. Nein, komplett falsch auf. Warte, Leute, ich muss Ihnen auch mal Tschüss sagen. Papa kann jetzt weggehext wir werden. Wir gehen jetzt twerken. Ene Mene weg, Ene Schreck, du bist schnell weg. Okay, das war unser cooler